Hallo, herzlich willkommen. Hier kommt wieder eine Antwort auf eine Zuschauerfrage. Und zwar geht es um das Thema Indexmengen. Nehmen wir mal diese Menge hier, x1, x2, x3. Ja, das reicht schon. Dann haben wir hier also an diesen x so kleine Nummern stehen, nämlich hier 1, 2, 3. Und das ist unsere Indexmenge. Das heißt, wir können das Ganze auch so auffassen, dass wir sagen, wir nehmen diese Menge hier, 1, 2, 3. Und dann haben wir eben eine surjektive Abbildung hier auf diese Menge hier. Auf diese Menge hier. Also 1 wird hier abgebildet, 2 wird dahin abgebildet, 3 wird dahin abgebildet. Also jedes von diesen x bekommt eben einen Namen. Dieses x wird eben den Namen x1 bekommen, dieses x bekommt den Namen x2 und dieses x bekommt den Namen x3. Und das ist diese Indexierung. Und diese Abbildung ist also surjektiv, weil eben jedes von diesen x benannt wird. Also jedes x wird von dieser Abbildung getroffen. Und jetzt habe ich in den Kommentaren zu diesem Video, wo ich das schon mal erklärt habe, die Frage bekommen, ist diese Abbildung hier von dieser Indexmenge auf die Menge, die da indexiert wird, ist die auch bijektiv? Und die Antwort ist nein. Im Allgemeinen ist diese Abbildung nicht bijektiv. Nehmen wir uns dazu vielleicht mal ein anderes Beispiel noch. Sagen wir, unsere Menge heißt jetzt AB. Ja, also die besteht jetzt aus diesen Mengen, aus diesen Elementen A und B. Und jetzt können wir aus diesen Elementen A und B können wir beliebige Folgen basteln. Also das heißt, wir können jetzt hier sowas schreiben. A, dann nehme ich nochmal A, das ist jetzt beliebig, ja? Also ich nehme einfach eins von diesen beiden hier immer. A, B, und so weiter. Bilde also so eine Folge aus diesen Elementen A, B, aus diesem Buchstabenvorrat sozusagen. Und ja, jetzt ist das eine Folge. Jetzt kann ich also sagen, ja, was ist denn das erste Folgeglied? Das erste Folgeglied, das ist also A1. Und Folgeglied kürze ich jetzt mal mit F1 ab, ja? Also groß F1 heißt, steht für Folgeglied 1. Also das Folgeglied 1 ist A, das Folgeglied 2 ist auch A, das Folgeglied 3 ist B und so weiter. Folgeglied 4 können wir noch hinschreiben. Das Folgeglied 4 ist auch wieder A. Ja, aber was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben jetzt hier auch wieder eine Indexierung vorgenommen. Also nämlich hier durch diese Zahlen hier, durch 1, 2, 3, 4 und wenn wir jetzt noch weiter gemacht hätten. Ja, dann hätten wir eben noch weitere Glieder von dieser Folge A, B, 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 A, B und so weiter durchindexiert. Und das heißt also, was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben eine Abbildung von den natürlichen Zahlen auf diese Menge A, B konstruiert. Aber diese Abbildung ist nicht injektiv. Denn wir haben ja jetzt hier der 1 haben wir A zugeordnet und der 2 haben wir auch A zugeordnet und der 4 haben wir auch A zugeordnet. Und trotzdem ist das eine Indexierung. Und das beantwortet also die Frage, ist das Ganze eine Bijektion? Nein, es ist keine Bijektion, denn es ist zwar surjektiv, aber es ist nicht injektiv.